Ich werde am Morgen von diesem wunderschönen Klingelton geweckt. Ja, und somit guten Morgen, herzlich willkommen zu meiner neuen Morgenroutine. Heute am Wochenende im Winter. Ich wache am Wochenende meist so zwischen 8 und 9 auf, je nachdem, wann ich am Abend schlafen gegangen bin. Und die allererste Sache, die ich immer mache, ist ans Fenster zu gehen, es aufzumachen und ein bisschen was zu trinken, um erstmal am Tag anzukommen und um erstmal wach zu werden. Mein Handy ist übrigens auch die ganze Zeit in Flugmodus, da ich es versuche, morgens so wenig wie möglich irgendwie auf irgendwelche Dinge zu reagieren und versuche, meine Intention für den Tag alleine zu setzen und richtig zu setzen und nicht irgendwie auf irgendwelche Nachrichten oder Social Media Dinge zu reagieren. Dann gehe ich auch direkt ins Bad. Früher habe ich das so gemacht, dass ich immer sofort frühstücken gegangen bin. Aber ich merke auch, wenn ich erst ins Bad gehe, mich ein bisschen fertig mache und dann erstmal wach werde, ist es viel besser, um in den Tag zu starten, weil ich ja, wie gesagt, erstmal wach werde. Und ich gehe meistens dann auch noch duschen, manchmal auch noch Haare waschen. Und das sind erstmal so die kleinen Schritte, die ich mache, um wirklich in dem Tag erstmal anzukommen. Aber Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und für mich irgendwie auch die leckerste Mahlzeit. Deswegen freue ich mich immer sehr darauf und gehe dann auch sofort runter in die Küche. Ich höre meistens dabei einen Podcast oder lese ein Buch. Das ist zwar eine Sache, die ich mir versuche abzugewöhnen, da ich so mehr achtsam sein möchte und nicht mich ständig mit irgendwelchen anderen Dingen ablenken möchte. Aber es ist tatsächlich schon ein Schritt in die richtige Richtung bei mir, weil ich früher immer YouTube geguckt habe oder irgendwie was anderes gemacht habe. Aber jetzt das Lesen oder Podcast hören schon eine bessere Alternative finde. Nachdem ich was gegessen habe, gehe ich wieder nach oben und putze meine Zähne und mache mich da so ein bisschen fertig. Und dann fange ich auch an, mein Zimmer so ein bisschen aufzuräumen. Ich mache natürlich jetzt nicht so einen Großputz, aber ich räume halt immer so 5 Minuten auf und mache mein Bett vor allem und räume so die großen Dinge weg, damit mein Zimmer immer ordentlich ist. Und wenn ich halt so ein bisschen jeden Tag mache, immer morgens und abends, kommt nie dieser große Haufen an Arbeit zustande. Dann, was ich sehr cool finde, ist meine Vision Board Arbeit, würde ich es vielleicht ein bisschen nennen. Und so setze ich mich dann vor mein Vision Board. Ihr könnt euch mal dieses Video angucken, falls euch das mehr interessiert, wie ihr auch ein Vision Board gestalten könnt und so weiter. Aber ich setze mich dann immer davor und fange an, da so ein bisschen mich reinzufühlen, zu visualisieren und mir nochmal die ganzen Sprüche und so, die da auch draufstehen, bewusst zu machen und die durchzulesen, um einfach meine Intention für den Tag zu setzen und so mit den richtigen Gefühlen und Gedanken in den Tag zu starten. 3 Fragen, die ich am meisten stelle, sind: Was kann ich heute machen, um einen Schritt näher zu meinen Zielen zu kommen? Dann, was würde heute zu einem guten Tag machen? Also was sind wohl vielleicht die 3 Top-Dinge, die heute zu einem guten Tag machen würden? Und für was bin ich heute dankbar? Dann gehe ich zu meinem koreanischen Lernkalender, denn ich habe so einen Kalender für 2021, wo ich jeden Tag eine neue koreanische Lern-Challenge habe. Denn vielleicht, wie ihr es wisst, lerne ich momentan koreanisch, also ich versuche mir die Sprache selbst beizubringen. Und jeden Tag so eine kleine Übung zu haben, ist eigentlich ziemlich cool. Falls ich den Kalender finde, packe ich sehr gerne meinen Link in die Infobox. Und danach gehe ich zu meinem Schreibtisch und fange an, die Sachen für heute aufzuschreiben, also eine To-Do-Liste zu schreiben mit den ganzen To-Dos und Aufgaben für heute. Falls ihr noch ein bisschen mehr zu meinem Planungssystem wissen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinem Kanal gucken, weil ich da sehr viel über Plan und Organisation rede. Aber ich habe auch ein gesamtes Video gemacht zum Thema Notion, denn Notion ist die Software, mit der ich plane. Und falls ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne bei dem Video vorbeigucken. Früher war ich voll die Person, die, nachdem sie aufgestanden ist, immer noch 2-3 Stunden im Bett lag, also natürlich nur am Wochenende. Und das ist ja tendenziell überhaupt nichts Schlechtes erstmal, aber für mich persönlich war es einfach nicht so gut, da ich mich dadurch immer schlecht gefühlt habe. Also dieser Start für mich in den Tag mit diesen 3 Stunden noch im Bett liegen war für mich irgendwie nie gut. Und deswegen habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit immer wieder neue Morgenroutinen, die mir einfach helfen, gut in den Tag zu starten. Meine Morgenroutine ändert sich normalerweise alle paar Monate oder vielleicht sogar alle paar Wochen immer, weil ich das Ganze so meiner persönlichen momentan Verfassung anpasse oder was ich gerade so in meinem Leben vorhabe oder machen möchte. Und das heute war so die Routine, die ich momentan seit einigen Wochen so mache und die mir ganz gut tut und die ich persönlich für mich einfach so am perfektesten finde. Falls du wissen möchtest, wie du eine perfekte Morgenroutine für dich selbst designst, kannst du gerne mal bei diesem Video vorbeigucken, denn ich habe zum Thema Morgenroutine, Abendroutine, generell Routine schon so viele Videos gemacht und auch so meine Tipps und Tricks gegeben, wie man eine gute Morgenroutine oder generell eine Routine designen kann. Hast du schon da sehr gerne vorbei, falls dich das interessiert. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Tschüss.